Ganz altbacken einen PlayStation 1 Controller. Pff, alles klar, wie will ich spielen? Ich kann es mir wahrscheinlich aussuchen. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Resident Evil Klon. So habe ich es einfach mal ganz dreist genannt. Wir spielen Biocrisis. Das ist ein, ja, Resident Evil inspiriertes Spiel. Mit optischer PlayStation 1 Grafik. Nicht zu verwechseln. Also, es ist kein in dem Sinne Retro-Spiel, sondern es ist halt ein neues, ein, wie nennt man das halt auch heutzutage, New Retro. Ja, kann ich irgendwie an den vorbei, ohne dass er mir direkt irgendwie an aufs Maul gibt? Es ist halt auch vom Design erinnert es richtig stark an Resident Evil. Ich fange an die ersten Teile. Ach so, hä? Okay, ich kann jetzt wahrscheinlich mein Fressen futtern. Handgun will ich natürlich haben. Security Panel. Security Card brauche ich dafür. Aha. Okay, ja, finde ich geil. Ist ganz cool. Auch die Steuerung wie damals. Wir haben jetzt hier die Pistole, haben wir überhaupt Munition? Ja, 15 Stück. Okay, wir gehen direkt mal weiter. Da haben wir schon den ersten polizeibeamtlichen Zombie. Den können wir aber, glaube ich, erstmal ignorieren, oder? Ach Mist. Okay, der hat ordentlich was aus. Ah, oh, guck mal. Security Card. Also wir können jetzt den Computer wohl bedienen. Das ist doch wunderbar. Ich mag das. Ich finde es total cool. Ich habe ja schon so einige Resident Evil Clone Games gespielt. Zuletzt, wie hieß denn das? Pentogen X oder irgendwie sowas. Auch ganz cool, war aber eher so ein bisschen futuristischer gehalten. Achso, ich hab doch die Security Card. Okay, cool, hat geklappt. Nice. Weiter geht's. Kann ich auch irgendwie rennen? Ja, okay, auf Viereck. Oh, Vibes kommen rüber. Oh, weia. Holy moly, die ganze Stadt ist ja voll. Ach, du meine Güte. Direkt in die Villa. Da sind wir nun. City Pool. Okay. Ja, können wir irgendwie... Irgendwo hin, ohne da. Ah, okay, cool. Sieht gut aus. Wir hätten nämlich jetzt noch geholt. Noch einer. Ich müsste mal ein bisschen sauberer mit meiner Munition umgehen. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Reload. Ich dachte, das wäre jetzt mein Ende gewesen. Ah, aber wir haben noch Munition gefunden. Super. Okay, der hat mal ein bisschen mehr ausgehalten. Einmal reloaden können wir noch mal. Warte mal. Liegt hier vorne noch irgendwas? Was stand? Was stand da? Okay, wahrscheinlich mit irgendeinem
großen Gegenstand zerstören. Okay, Action, Leute, Action. Oder sind die tot? Okay. Also die scheinen, ja, die scheinen mausetot zu sein. Ah. Ach nö. Bolzenschneider. Ah, verpiss dich, Junge. Da hau ich mal ab, also man kann ja auch fliehen, ich muss ja nicht irgendwie ständig meine ganze Munition verplempern, sonst habe ich später keine mehr. Das möchte ich vermeiden. So geil. Handgun-Ammo, mal wieder. Okay. Junge, wie viele? Direkt weiter. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Vom Spiel. Aber jetzt geht's ja wieder. Anscheinend sind wir in der Schule? Nee, Schwimmbad. Hö. Oh, sieht aber so geil aus. Was steht hier? Ein leeres Hallenbad. Ein feuchter Flur. Ich glaube, mein Zeug hebe ich da nochmal auf. Ehe ich jetzt hier, ne? Ich habe ja noch gut. Kann noch ein bisschen aushalten, ne? Ich glaube, wir müssen in den Pool runter. Das ist halt auch so von den Möglichkeiten, was man hier am Anfang schon hat, wo man dementsprechend halt hin kann und hin muss. Ist schon cool gemacht, ne? Also jetzt hier zum Beispiel einmal den Pool runter. The fuck! Was bist du denn, Junge? Nee, 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 nee. Allerletzte Eisenbahn, Junge. Allerletzte Eisenbahn. Was ist das? Was ist das? Ach so, das Ende. Das ist die Demo wahrscheinlich jetzt gewesen. Made as a part. Okay, das war das ganze Spiel. Schade, dass es so kurz gewesen ist und dementsprechend. Ich hätte gedacht, dass das durchaus ja, länger jetzt hier gewesen ist, aber es ist ein komplettes Game gewesen. Cool. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann.